Hallo, mein Name ist Bianca Jakowozzi. Ich bin zuständig für die Tafel hier in Twistringen und koordiniere die Abläufe vor Ort. Ich heiße Gunda Siemers, wohne in Twistringen und habe 21 Jahre lang beim Caritasverband im Sekretariat gearbeitet. Also ich heiße Mandela Sino, ich bin 20 Jahre alt, ich habe jetzt Abitur beim Hildegard-von-Bingen-Gymnasium gemacht. Und wir sind momentan im Umzug vom Osterkamp zur Fechterstraße 6 und das organisieren wir komplett, den Umzug mit ehrenamtlichen Personen, mit Gymnasiasten, die jetzt fertig sind, die Abitur geschrieben haben. Und ja, ich bin hier, weil die Tafel hat Hilfe gebraucht. Ich war sofort dabei, das war gar keine Frage eigentlich. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass so viele Leute aber hier sind. Das war ein bisschen, also von den Schülern meine ich. Ich dachte, es wird vielleicht nur 2, 3 Schüler, aber ich bin doch froh, dass dann mehr Leute gesagt haben, wir sind dabei. Das freut mich schon so ein bisschen. So haben wir also von jung bis alt heute alle dabei und alle machen mit beim Umzug hier in Twistringen. Ich arbeite sehr gerne mit Menschen zusammen und ich habe so ein Grundbedürfnis, Menschen zu helfen. Und in der Tafel kann ich das gut ausleben. Ich kenne das, weil meine Mutter ist ja hier geflüchtet, sage ich jetzt mal. Und bei der war das dann natürlich auch so, wo kriegst du jetzt Essen her und so. Und dann war sie sehr häufig bei der Tafel, auch meine Verwandten und so alles. Und dann habe ich im Nachhinein so gedacht, was machst du, was kannst du machen, damit du auch was zurückgibst, sage ich mal, irgendwann. Und da war sofort klar, ich komme hier hin und helfe mal eben. Ich freue mich jedes Mal, wenn die Kunden, die bei uns einkaufen, sagen, das ist schön, dass es euch gibt und wenn es euch nicht geben würde, müsste man wahrscheinlich uns erfinden und wir würden ohne die Tafel nicht über die Runden kommen. Und das ist Lob und Dank für uns genug.